Frankfurt ist in Bewegung. Tag und Nacht. Heute schon passieren ein Drittel aller Fernverkehrszüge in Deutschland Frankfurt. 450.000 Menschen sind täglich im Frankfurter Hauptbahnhof unterwegs und es werden immer mehr. Rund 1.200 Züge passieren heute Frankfurt. Zukünftig sollen es bis zu 1.500 sein. Dies kann nur durch zusätzliche Gleise und Bahnsteige geschafft werden. Dass der Hauptbahnhof von Frankfurt ein Kopfbahnhof ist, stellt dabei eine große Herausforderung dar, weil der Fern- und Nahverkehr gezwungen ist, mit relativ geringer Geschwindigkeit über große Schleifen über den Main ein- und auszufahren. Frankfurts Schienennetz ist schon heute ausgelastet. Das Bundesverkehrsministerium und die Deutsche Bahn suchen nach neuen Wegen, damit mehr Züge schnell und pünktlich zum Frankfurter Hauptbahnhof kommen bzw. diesen auf ihrem Weg durchfahren. Auf langen Strecken ebenso wie im Nahverkehr. Aufgrund der dichten Bebauung des Stadtgebietes kann eine neue Trasse nur unterirdisch gebaut werden. Der Fernbahntunnel Frankfurt kommt. Bund und Bahn haben Ende 2019 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, um zu untersuchen, wo dieser neue Tunnel verlaufen könnte. Drei mögliche unterirdische Korridore wurden eingehend geprüft: Nord, Mitte und Süd. Untersucht wurde auch, wie diese möglichen neuen Korridore an die bestehenden nord- und südmainischen Strecken im Osten Frankfurts angebunden werden können. Neben einer unterirdischen Doppelanbindung des Fernbahntunnels wurden auch einseitige Anbindungen der nord- bzw. südmainischen Strecke intensiv geprüft. Zu berücksichtigen war, dass die Fundamente im Frankfurter Hochhausviertel bis zu 50 Meter tief in die Erde reichen und daher unterirdisch zu umfahren sind. Die Entscheidung für eine der Varianten wird auch die Lage der zusätzlichen neuen Station Hauptbahnhof tief beeinflussen. Ein Verlauf des Tunnels auf dem möglichen Südkorridor unterhalb des Mains mit einer Doppelanbindung der nord- und südmainischen Strecke stellt die beste und flexibelste Lösung dar. Damit können mindestens 20% mehr Züge gegenüber heute verkehren. Für den Hauptbahnhof bedeutet der Tunnel, dass in ca. 35 Metern Tiefe ein neuer Tiefbahnhof mit 4 zusätzlichen Fernbahnsteigen entstehen wird. Der Hauptbahnhof wird neu erfunden. Alle Ebenen werden miteinander vernetzt. Die Verbindungen zwischen den Ebenen werden nun sorgfältig geplant und aufeinander abgestimmt, damit die Reisenden komfortabel und auf kurzen Wegen die ober- und unterirdischen Bahnsteige wechseln können. Durch den Fernbahntunnel entstehen deutlich mehr Kapazitäten im Bahnknoten Frankfurt für Nah- und Fernverkehr. So rüstet sich die Metropole für den Deutschlandtakt. Das Bundesverkehrsministerium hat den Startschuss zur Planung gegeben. Nun nimmt das Projekt Fernbahntunnel Frankfurt Fahrt auf. Davon profitieren Fern- und Nahverkehr. Für schnelle Züge, zuverlässige Verbindungen und umweltfreundliche Mobilität. Für das Frankfurt von morgen.